Diese Szene ereignet sich leider allzu häufig, fast überall in der Zentralafrikanischen Republik. Niedergebrannte Häuser, die Bewohner, die sich im Busch verstecken. In Bosangoa, im Norden des Landes, haben 28.000 Personen auf dem Gelände der katholischen Mission Zuflucht gefunden. Sie alle mussten vor bewaffneten Gruppen flüchten. Tagsüber kehren die Vertriebenen zurück, bearbeiten ihre Äcker und verkaufen ihre Produkte auf dem Markt. Aber nachts fühlen sie sich nur in der katholischen Mission in Sicherheit. The current situation in and around Bosangoa is very tense. Any small incident could result in bigger violence. Ärzte ohne Grenzen arbeitet gegenwärtig in 10 Städten des Landes. Die Teams machen sich aber Sorgen um die Menschen, die in den Busch geflüchtet sind und keine humanitäre Hilfe erhalten. Zurzeit sind sie völlig sich selbst überlassen.